Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru Nanu. Das mache ich jetzt mal richtig rum hier. Heute mit dem Nugget Burger vom rot-gelben Netto im Test. Dort gibt es einen Nugget Burger in drei verschiedenen Variationen. Gibt es als Barbecue, Chili Cheese und Classic. Classic wäre mit Ketchup. Die Variation besteht jeweils aus der Soße. Wir haben hier eine extra Barbecue Soße beim Barbecue Burger. Und hier haben wir eine Chili Cheese Soße beim Chili Cheese Nugget Burger. Ich packe den gleich mal aus, denn hier sind auf dem Burger, wenn ich richtig gezählt habe, ziehen wir gleich mal nach, vier Nuggets drauf, vier Chicken Nuggets. Dann haben wir hier so eine Art Hotdog-Brötchen. Und apropos Hotdog-Brötchen, es ist nicht nur eine extra Soße dabei, nein, es sind auch noch Röstzwiebeln dabei. Die Dinger kann man in der Mikrowelle machen, das ist so die Zubereitungsempfehlung. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt ganz besonders kulinarisch unterwegs ist, könnte man natürlich das Brot toasten und die Nuggets in der heißen Fritteuse machen. Ich mache sie mal ganz klassisch in der Mikrowelle fürs Feeling. Ich weiß, dann wird das Brötchen ein bisschen Matsche und Co. Aber Geschmack ist ja trotzdem da. Nur die Konsistenz ist ein bisschen anders. Ich packe die jetzt mal aus und dann schauen wir uns die mal in Großaufnahme an. Nugget Burger, Chili Cheese und Barbecue ausgepackt, jetzt in der Großaufnahme. Jeder Burger hat vier Nuggets, dazu kommen jeweils Röstzwiebeln und eine entsprechende Soße. Hier ist die Chili Cheese Soße, die ist auch mit Jalapenos. Auf der Verpackung steht Jalapenos, aber die sind nicht einzeln dabei, sondern hier in der Chili Cheese Soße. Und auch hier habt ihr vier Nuggets. Der Burger hat es ein bisschen besser überlebt bei der Reise zu mir in die Küche. Und beide Burger kosten im Einzelpreis 1,49 Euro. Die wandern jetzt in die Mikrowelle, natürlich ohne die Tüten. Und dann wird probiert. Und so sieht das Ganze frisch aus der Mikrowelle aus. Bei frisch aus der Mikrowelle muss ich selber immer so ein bisschen schmunzeln. Aber das Brötchen ist gar nicht so feucht und unangenehm geworden. Es fühlt sich schön fluffig an, dieses Hotdog-Brötchen. Also ist auch nicht zu matschig. Die Nuggets sehen gut aus und es ist auch wirklich genügend Soße, finde ich. Also es passt vom Verhältnis zu den Nuggets schon sehr gut. Das sieht man hier besonders gut bei der Barbecue-Soße, weil die ein bisschen krasser raussticht von der Farbe, aber macht optisch doch einen guten Eindruck. Also für 1,49 Euro gibt es überhaupt noch für 1,49 Euro auf dieser Welt irgendwo noch einen Burger? Ich finde jetzt mit den vier Nuggets, der Soße und den Röstzwiebeln als Fertiggericht kann man nicht meckern, finde ich. Ich finde, das ist noch wirklich sehr, sehr fair kalkuliert. Genau, nicht fair kalkuliert, sondern fair kalkuliert, also wie die Fairness. Das wollte ich damit sagen. Ich quatsche schon wieder zu viel, Leute. Ne? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich weiß, man kann sich jetzt noch so 10 Nuggets kaufen, vielleicht für 1,99 Euro. Dann hat man es billiger, wenn man die Brötchen einzeln kauft. Aber hier hat man noch die Soße dabei. Es spart ja auch ein bisschen Zeit. Und wenn es mal schnell gehen soll, und Junkfood und Fastfood, ich mag es halt, wenn es einfach ist. Und darum geht es ja auch. Ne? Wenn man selber kochen will, dann hätte ich einen Kochkanal aufgemacht. Dementsprechend teste ich natürlich auch nur solche Fertigprodukte. Und ich probiere jetzt mal das. Ich fange mit Chili Cheese an. Ich glaube, Barbecue ist so krass, das schmecke ich nachher gar nichts mehr raus. Ups, da klebt mir noch was von der Soße drunter. Ja, scheiße. Ja, Leute, ich bin heute so ein Trottel aber auch. Mir die halbe Soße hier rausgelaufen, dafür kann der Burger nichts. Es ist ein Unfall auf zwei Brötchen, aber es liegt nicht an den Brötchen, es liegt an mir. Ich beiße jetzt hier mal rein. Oh mein Gott. Man kann es auch mit eigenen Zutaten, die man zu Hause hat, beliebig verfeinern. Und ich glaube, ich mache mir ja manchmal so einen vegetarischen Nugget Burger mit diesen Valais-Sticks. Ne? Die kosten ja schon 3,19 Euro, 5 Stück. Und die sind vegetarisch. Und dann noch die Toasties dabei. Ich glaube, ich selber würde gar nicht so auf bei der Masse, ich glaube, ich würde gar nicht auf 1,49 Euro kommen. Ich glaube, wenn ich die selber zu Hause mache mit meinem Junkfood-Guru-Style und den Dinkel-Toast-Brötchen von Harry, dann würde ich, glaube ich, auf 2 Euro kommen. Also von daher. Die Nuggets haben jetzt nicht den intensivsten Hähnchengeschmack, schmecken aber auch nicht muffig und irgendwie abartig, eher neutral, was ich positiv finde. Schlimm wäre es, wenn die irgendeinen muffigen Abgang hätten. Es gibt ja manchmal so Hähnchenprodukte, die so muffig schmecken, aber finde ich vollkommen in Ordnung. Die Röstzwiebeln sind schön knackig, klar, die sind ja auch frisch, die macht man nicht in der Mikrowelle, die kommen erst nachher drauf. Und
Es verunfallt alles so ein bisschen, aber ich finde, es ist ein echt solides Produkt für eine Mikrowellen-Nugget-Burger, Leute. Für 1,49 Euro, ich sag's auch tausendfach dazu. Und dafür schmeckt es in Ordnung. Es ist kein Gourmet-Food, es ist schnelles Food, es ist günstiges Essen. Auch nichts für die Gesundheit, sondern einfach nur zum Sattmacher. Und die Soßen, und damit pimpt man ja irgendwie jeden Burger auf, sind voll gut geworden. Die finde ich richtig gut. Ich finde die Barbecue geil. Ich finde die Röstzwiebeln lecker. Also ich bin echt positiv überrascht von diesem Produkt. Hätte ich nicht gedacht. Und das wird der schlimmste Burger, den ich jemals teste. Und ich den jetzt matchen würde mit einem Burger aus einem Burgerladen, wäre vollkommen unfair. Aber Butter bei den Fische, es sieht ganz schrecklich gerade aus. Aber so als günstiges Fertiggericht bleibe ich fair. Ich finde, das hat 8 Punkte verdient. In seiner Liga der Mikrowellen-Fertiggerichte, Preis, Leistung, Geschmack, was man dafür bekommt. Und ich schwöre es euch, wenn wir jetzt hier 5 Uhr morgens hätten, ich komme von der Party wieder, ich würde mich mega auf so einen Teil freuen. Also dementsprechend finde ich es fair. Wirklich. Also krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren für noch mehr überraschende Erkenntnisse aus dem Fastfood-Bereich. Es muss ja auch nicht immer alles geil aussehen, es muss nur schmecken, finde ich. Sorry für diesen Unfall hier. Ist auf jeden Fall ein schmackhafter Unfall. Genau. Kanal könnt ihr abonnieren. Ich freue mich drüber. Ich freue mich über einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüssi.